Hallo meine Süßen, ich habe gerade ein Video für euch gedreht und zwar war das der Insta-Stories-Tag, wenn man das Tag nennen kann. Und ja, das könnt ihr dann sehen. Wenn ich schon online habe, dann schreibe ich euch das auf jeden Fall unten in die Kommentarbox. Wenn nicht, dann freut euch da drauf, aber ich denke, es ist schon online. Ich wollte euch nochmal ganz kurz das Make-up zeigen. Ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten Mal grün unter meine Augen gemacht und ich finde das eigentlich ganz gut. Also grün und blau ist ja eigentlich immer so eine Sache, aber ja, ich fand das ganz süß irgendwie für dieses Video. Mal wieder bin ich in Luxemburg am Strand. Wie kann es bloß anders sein? Und wir gucken gerade so einen schönen Sonnenuntergang an. Ich hoffe, ihr könnt ihn hier sehen. Nein, könnt ihr nicht, aber er ist so schön. Und wir sind hier gerade im Park. Hallo meine Süßen. Ja, okay, das ist der nächste Tag. Und heute ist Sonntag, der... Lasst mich aber schauen, ich bin immer voll raus am Wochenende. Oh mein Gott, helf mir, iPad. Heute ist der 13. Juli und das heißt, gleich ist das Finale Deutschland gegen Argentinien. Und es ist gerade 18 Uhr und um 21 Uhr fängt das Spiel an und ich bin schon richtig aufgeregt. Und wie ihr seht, habe ich mich gerade schon fertig gemacht. Also ich habe, bei Essence gab es ja diese LE und ich habe mir diese Papierwimpern geholt, wo so ein Fußball dran ist und Schmetterlinge und Sterne. Und ich fand die richtig niedlich und ich muss echt sagen, dass sich diese Papierwimpern wirklich gut auftragen lassen. Hätte ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall habe ich das Make-up drauf, was ich in meinem WM-Make-up-Video gemacht habe. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Infobox. Und ansonsten ist eigentlich nichts Besonderes. Ich trage so ein Deutschland-Oberteil, natürlich zum Finale, hallo. Und ja, eine High-Waist-Hose und einfach so Chucks, also wirklich nichts Besonderes. Aber das wollte ich euch eben mitteilen. Und ja, vielleicht mache ich gleich nochmal. Also ich gehe zum Public Viewing auf jeden Fall. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Es ist leider etwas, ja, regnerisch. Ihr seht das jetzt nicht, aber ja, es ist leider etwas regnerisch. Aber vielleicht filme ich gleich vom Public Viewing nochmal. Ansonsten hoffe ich, dass Deutschland Weltmeister wird. Wenn nicht, bin ich wirklich todtraurig. Und ganz ehrlich, die hätten das jetzt echt mal wieder verdient. Und ja, auf jeden Fall, dann sehen wir uns hier halt. Ja. Es ist schon wieder ein neuer Tag und heute ist der Ultrasommertag. Es ist so warm und passend dazu möchte ich jetzt erstmal eine Beschwerde abgeben und danach einen Juhu-Schrei ausgeben. Und zwar die Beschwerde ist, ich habe bei SHEINSIDE bestellt vor, ungelogen, 2 Monaten. Und das Paket ist jetzt erst angekommen und das finde ich richtig heftig. Und ja, deswegen, es tut mir leid, SHEINSIDE, aber ich werde nie wieder bei euch bestellen, weil das einfach mir zu lange gedauert hat. Aber der positive Effekt ist, dass ich so tolle Sachen bestellt habe. Also vielleicht seht ihr dieses Kleid jetzt hier gerade. Das ist super schön hinten geschnitten und auch vorne. Und ja, ich bin richtig happy und das ist halt von SHEINSIDE. Und ich kann das auch super weiterempfehlen. Das ist so toll und ich liebe das hier. Ich werde jetzt gleich mit einer Freundin und ihrer Austauschschülerin zum Strand gehen. Habe ein bisschen Angst, dass ich wegen der Sonne hier solche Bräunungsstreifen bekomme. Aber es wäre irgendwie auch witzig, oder nicht? Ja, und das wollte ich euch eben mitteilen. Vielleicht filme ich gleich noch kurz und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Hallo meine Lieben. Okay, nächster Tag. Ihr habt ja gestern noch gesehen, wie schön es am Strand war. Und ja, ich hatte gerade eben Fahrstunde, meine vierte. Und ich habe auch schon... Ne, war es meine vierte? Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine vierte Landfahrt hinter mir und muss nur noch eine machen. Und dann habe ich Land auf jeden Fall schon mal durch, da freue ich mich drüber. Und ja, ich komme jetzt gerade nach Hause. Ich habe übrigens auch in 2 Wochen Theorieprüfung, da habe ich ein bisschen Angst vor, aber ich glaube, ich schaffe das. Auf jeden Fall kam ich gerade nach Hause und habe die beiden Pakete hier bekommen. Denn, ja, wie ihr wisst, startet ja bald ein Gewinnspiel auf meinem Kanal. Und ich habe da schon sehr fleißig geschaut, was ich euch so schenken kann als kleines Dankeschön für die ja jetzt schon mittlerweile wieder fast 20.000 Abonnenten. Und hier hat mich gerade ein Paket erreicht von... Oh, von Lenka Cosmetics. Also seid da gespannt. Und die Pinkbox hat mich hier gerade erreicht. Und ich packe die Sachen jetzt mal aus und schaue, was so Schönes drin ist. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt und macht auf jeden Fall alle mit. Ihr werdet da echt tolle Sachen bekommen. Die werde ich euch dann aber auch alle noch in dem Gewinnspielvideo zeigen. Es dauert nur noch ein bisschen, weil ich noch auf ein paar Pakete warte. Und ja, ich würde auf jeden Fall dann sagen, dann sehen wir uns gleich wieder im Video. Hallo meine Süßen. Ja, es ist wieder ein neuer Tag und mittlerweile... Nein, es ist immer noch der gleiche Tag, also wie
Ich habe mir nur ein anderes Kleid angezogen und ja, mein Freund hat mich dann abgeholt morgens und dann sind wir nach Schillig gefahren zum Strand und haben da eigentlich den ganzen Tag jetzt gelegen und jetzt grillen wir gleich. Also ich sitze gerade hier im Strandkorb und dann grillen wir hier gleich schön und oh, ich freue mich schon so darauf. Es ist heute echt so heiß. Ich glaube, ich habe 35 Grad irgendwo gelesen, also es wäre schon echt heftig, aber auch super schön. Und ja, heute wird eigentlich nicht mehr wirklich viel kommen, weil irgendwie bin ich total kaputt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich leicht einen Sonnenbrand bekommen habe und möchte einfach dann nur noch ins Bett. Irgendwann schon. Morgen, meine Lieben. Ja, ihr erwischt mich wirklich immer in den besten Momenten. Auf jeden Fall ist heute der nächste Tag und das Grillen war gestern noch richtig toll. Ich habe nur leider nicht mehr gefilmt, weil ich auf einmal so eine Hungerattacke bekommen habe und wollte dann einfach nur noch essen. Ja, ich bearbeite gerade für euch dieses Video hier, was ihr jetzt gerade seht. Und wollte jetzt nochmal das Ende filmen, damit ihr jetzt auch noch ein schönes Ende habt. Und ja, wie gesagt, also das Gewinnspiel kommt auf jeden Fall bald. Ich hoffe auch, dass ich bald meinen Freund dazu dann überrede, dass wir das Video machen, den Boyfriend Tag oder so. Wir haben ja auch schon die über 200 Likes auf diesem Facebook-Foto bekommen. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 500 oder 600 oder ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habt ihr super, super fleißig, gefällt mir gedrückt und ich bin da mega stolz drauf, weil ihr einfach die Besten seid. Und ja, heute passiert erstmal noch nicht so viel. Mein Freund ist gerade zu einem Fotoshooting vom Fußball, glaube ich. Und vielleicht fahren wir nachher noch zum Strand oder so, mal sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erstmal einen super, super schönen Sonntag. Ich freue mich, dass ihr bei diesem Video zugeschaut habt. Ihr freut euch ja meistens darüber, dass ich solche Follow-Me-Rounds drehe, wo ich euch eben einfach nur meinen Alltag zeige. Manchmal ist er interessant, manchmal nicht, aber ja, ich glaube, so ist das bei jedem im Leben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass euch diese Follow-Me-Rounds gefallen und ich weitere drehen sollte. Und seid dann nächste Woche Sonntag wieder auf ein sehr schönes Tutorial-Video gespannt. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich abonniert, damit ich sehe, dass wir immer, immer mehr werden. Und das ist natürlich super. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Vielen Dank für dieses Video, dass ihr dabei zugeschaut habt. Und bis dann.